Am Mittwoch schien noch lange Zeit die Sonne, doch bereits am Vormittag waren die ersten Wolken unterwegs. Und damit grüße ich euch zum neuen Wettervideo. Am Donnerstag gibt es auf der Oststadt einen munteren Wechsel aus Sonne, Wolken und ein paar Regenschauern. Die Temperaturen gehen insgesamt ein bisschen zurück und erreichen maximal 12 bis 15 Grad. 12 Grad waren es in Neresheim, 13 in Bopfingen, 14 in Aalen und Elwangen und maximal 15 Grad gibt es rund um Schwäbisch Gmünd. Der April verabschiedet sich mit vielen Wolken, aber auch die Sonne wird sich immer wieder mal zeigen. Die Temperaturen liegen im ganz ähnlichen Bereich, maximal 15, örtlich aus 16 Grad. Und noch schneller drin fürs erste Maiwochenende, es wird eher wechselhaft und dazu machen die Werte wieder einen Satz nach unten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Wettervideo.